Hallo, da bin ich wieder. Was ich euch heute zeigen möchte, ist, wie ihr durch 4 Übungen euren Core verbessern könnt. Die erste Position, in der befinde ich mich jetzt schon, ist der sogenannte Fullplank. Achtet darauf, dass eure Gelenke genau untereinander sind. Handgelenk, Ellbogen, Schultern. Wichtig hier wieder Hüfte. Ihr müsst immer das Gefühl sein, schön gerade. Wie lange halte ich das jetzt? 30 Sekunden. Von danach bewege ich mich in den Reverse Plank. Die Hände müssen andersrum. Auch hier achtet wieder darauf, dass ihr schön unter Schulter seid. Füße ausrichten, am besten zusammen, hochdrücken, Kopf nach hinten. Bei wem der Trizeps klemmt, kurz runtergehen, einfach wieder hochdrücken und ganz besonders Hüfte hoch. Und das auch wieder. 30 Sekunden halten. Spannt ein bisschen im Rücken, ist ganz angenehm. Ganz ruhig atmen dabei. Danach gehen wir in den Zeitplank. Und welche Seite könnt ihr euch selbst entscheiden? Ich nehme jetzt rechts. Und hier wieder Ellbogen unter die Schulter. Füße aufeinander, Hand auf die Taille. Und auch hier wieder richtet euch aus. Dass ihr hier schön gerade seid in der Position. Kopf nicht nach oben, sondern auch wieder schön seitlich. Ganz ruhig weiteratmen. 30 Sekunden halten. Und dann wechseln wir auf die linke Seite. Ich mache es für euch jetzt mal so, damit ihr mich natürlich auch weiterhin im Bild habt. Auch hier wieder ausrichten, Hüfte nach vorne, dass ihr auch hier gerade seid. Hand auf die Taille, Kopf. 30 Sekunden halten. Das Ziel ist es, wenn die 30 Sekunden rum sind, wieder von vorne anzufangen. Also in den Full Plank zu gehen. Bedeutet, ihr habt keine Pause, macht das immer weiter. Im Bestfall schafft ihr das 5-mal am Stück. Bedeutet, wenn ihr jetzt wieder hier seid, seid ihr im zweiten Durchgang. Und insgesamt wollen wir es ja 5-mal schaffen, also 10 Minuten am Stück. Das möchte ich euch jetzt nicht zeigen. Wie sagt ihr, der spinnt ja wohl total. Als ihr dann 10 Minuten am Stück das machen. Wenn ihr das noch nicht schafft, teilt euch die Intervalle anders ein. Macht jede Übung 20 Sekunden. Dann kommt ihr insgesamt auf 1 Minute 20 und dann macht ihr 40 Sekunden Pause. Und dann habt ihr den ersten Durchgang. Und das macht ihr dann auch wieder 5-mal, bis die 10 Minuten voll sind. Und so könnt ihr euch da hinarbeiten. Und das Ziel soll es aber sein, 5-mal 2 Minuten, also jede Übung 5-mal 30 Sekunden zu machen. Bis bald.